Also, vor einiger Zeit habe ich ja schon mal einmal ein Channeling veröffentlicht, das ich selbst gemacht hatte. Und ganz vorsichtig, ganz zaghaft, weil ich immer noch meine Probleme habe, sowas von meiner Seite aus an die Öffentlichkeit zu bringen. Andere Channelings von anderen Leuten mache ich regelmäßig. Aber in mir ist immer dieses Gefühl, die sind alle besser. Und ich habe 2007 zwei Channel-Seminare mitgemacht bei der Andrea Ludewig damals, sie, Andrea Ludewig. Und habe dann aber schon sehr schnell beschlossen, dass ich nicht mehr für andere channel, sondern nur für mich. Das heißt also, weil ich dann nicht viel falsch machen konnte. Ängstlicher in mir. Und immer wenn irgendwas war, habe ich Fragen gestellt und von meinem Hohen selbst oder ich sage heute von meinem geistigen Team, ich will gar keine Namen mehr wissen. Ich habe gelernt, die Stimmen in mir zu unterscheiden. Das heißt also, wo sind meine Gedanken und wo kommt das Diktat aus einer anderen Ebene? Und das für mich war, war das ja eigentlich immer okay. Ja, jetzt habe ich einen Kurs mitgemacht bei der Katharina Kesbach. Speak up. Befreie deine Wahrheit. Und dann habe ich mich getraut, einmal in dieser großen Gruppe von über 100 Leuten, einen dieser Texte, die ich damals immer aufgeschrieben habe, vorzulesen. Und ich war ganz erstaunt, welche Resonanz das gab. Und ich bekam von vielen Seiten gesagt, das ist für alle, das ist nicht nur für dich. Puh, aber die Texte sind teilweise sehr persönlich und ich kann sie eigentlich noch nicht alle veröffentlichen. Aber schon so einige. Und ich habe da jetzt auch kein Problem damit. Ich denke mal, alles, was für alle gut ist, oder das, was für mich gut ist, ist auch für alle gut. Und jeder, der, vielleicht nicht jeder, aber viele können sich vielleicht was daraus ziehen aus diesen Texten, weil sie vielleicht genau in diesem Moment an dieser Stelle standen, stehen, wo ich damals stand, als ich die Fragen gestellt habe. Wir sind also alle schon etwas älter, die Texte, und in demnächst werde ich dann wieder neue Fragen stellen und hoffentlich neue Antworten bekommen. Da kommt ihr jetzt mit ins Spiel. Ihr könnt mir Fragen stellen, aber keine persönlichen Fragen. So, was macht meine Tochter? Kriegt meine Tochter ein gutes Zeugnis? Sowas beantworte ich nicht. Also, es geht nur über das, ich mache es grundsätzlich nur über das hohe Selbst. Das heißt, ich gebe das ab. Und ich bekomme auch nicht auf Knopfdruck irgendwelche Antworten. Dafür gibt es so gute Channel-Medien, da will ich mich überhaupt nicht mit vergleichen. Gut. Heute will ich mal anfangen. Ich lese euch das dann auch vor. Und heute will ich mal anfangen. Da hatte ich ein, das ist noch gar nicht lange her. Das ist von März in diesem Jahr. Und da habe ich einen Traum gehabt. Und das lese ich euch jetzt vor. So, der Traum ist vom 31. März 2022, morgens um 6:30 Uhr. Der Traum verlief sehr harmonisch. Die Themen? Ich weiß sie nicht mehr. Nur das Gefühl, es war friedlich. Immer wieder versuchte man mir etwas vorzumachen. Und ich erkannte jedes Mal die Täuschung und konnte entsprechend handeln und jedes Mal löste sich dann wieder das Problem auf. Dann merkte ich, dass ein Dialog in mir entstand. Und ich stand direkt auf, um mitzuschreiben, die Durchsage. Liebes, habe keine Angst. Bleib immer in dir und deinem Gefühl. Es wird dich leiten. Dir wird nichts geschehen. Auch wenn es da draußen tobt, solange du dich nicht mit hineinziehen lässt. Sei Mensch. Liebe deinen Menschen in dir. Liebe dich dafür. Liebe dich dafür, dass du allen die Stirn bietest. Akzeptiere dich in deinem Menschsein. Verurteile nichts. Verurteile dich für nichts. Es gibt keine Fehler, sondern was du Fehler nennst, sind nur von dir erlebte Erfahrungen, weil nur du auch die Konsequenz leben musst. Solange du anderen Menschen nicht wissentlich schadest. Doch das liegt nicht in deinem Wesenskern, denn der weiß um seinen Teil des Einheitsbewusstseins.
Also habe keine Angst und sei gut zu deinem Menschen in dir, denn der braucht deine ganze Kraft, um Freude zu empfinden. Auch das Menschsein mit allen erlebten unterschiedlichen Schwingungen gehört zum spirituellen Sein auf Erden. Du hast dich bewusst entschieden, als Mensch in diesem Zeitenwandel zu leben. Viele, viele abgelagerte Emotionen aus Äonen von Jahren zu erlösen und zu befreien, um die Umkehr ins Licht für dich und deinen Ahnen zu ermöglichen und erleichtern. Da ist es normal, auch mal so niedrig zu schwingen, dass sich Angst einschleicht, nicht mitzukommen oder irrgeleitet zu sein. Ja, der Mensch hat diese Angst, aber nur, wenn er vergisst, dass er mit der Quelle verbunden ist und mit Sicherheit zur Quelle zurückkehrt. Dein lieber Gott und du, ihr seid eins, wie jeder Mensch hier auf Erden auch. Dabei ist es egal, welches Leben er führt. Viele sind aber noch nicht so weit sind noch so weit von der Erkenntnis und brauchen deshalb etwas länger, um zurückzukommen. Mensch, lebe dich und liebe. Du bist geborgen in unserer Liebe. So, das ist für heute mal der erste Text. Wenn ich angesprochen werde, seid ihr auch angesprochen. Und vielleicht mögt ihr es ja mal hören. Vielleicht mögt ihr was rausziehen für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ein Daumen hoch ist, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, geht einfach weiter und vergesst es. Ja, ich werde viele Texte aufbereiten und dann nach und nach auf diesem Kanal unter dieser Rubrik Gabriele vorstellen. Für heute sage ich Tschüss und wünsche einen schönen Abend noch. Tschüss.